Ein gesegnetes Haus. Hadschar sollte nicht mehr erleben, wie Ibrahim und Ismail die Kaaba des Hauses Allahs erbauten. Kaum hatte ihr Sohn das Jugendalter erreicht, starb sie. Nachbarn vom Stamme Juhum gaben Ismail eine ihrer Töchter zur Frau, die fortan das Leben mit ihm teilte. Eines Tages kam Ibrahim und verkündete seinem Sohn, dass Allah ihnen beiden befohlen habe, sein Haus in der Mitte des Tales von Mekka zu bauen. Der Bau sollte auf Fundamenten errichtet werden, die sich dort schon befanden. Ibrahim und Ismail arbeiteten hart, um den schwierigen Auftrag auszuführen. Als die zwei Männer die Grundmauern der Kaaba errichtet hatten, bat Ibrahim: Unser Herr, nimm es von uns an, denn wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Voller Eifer rief Ibrahim nun die Menschen zum Glauben an Allah und zur Pilgerfahrt zu seinem heiligen Haus auf und gründete damit das Zentrum der reinen Religion des einzigen Gottes. Für die Zukunft vertraute er das Haus seinem Sohn an und erklärte ihm, wie er den Gläubigen die Riten der Pilgerfahrt und deren Handlung beibringen sollte, so wie Allah es ihm gelehrt hatte. Schließlich kehrte Ibrahim nach Kanaan zurück. Ismail hütete die Kaaba und nach ihm hüteten sie seine Kinder und deren Onkel von Juhum. Die Zeit verging. Eine Generation folgte der anderen, so wie die Tage und Nächte einander folgten. Unterdessen hatten sich manche von Ismails Nachkommen auf der arabischen Halbinsel zerstreut, während andere in Mekka geblieben waren. Doch statt der reinen Religion Allahs zu folgen, zu der Ibrahim sie aufgerufen hatte, vergaßen viele und verfielen wieder dem törichten Aberglauben. Übles geschah nun beim Hause Allahs. Es wurde zu einem Ort der Götzenanbetung. Menschen aus aller Gegenden der Halbinsel pilgerten zu den Götzen, um ihnen Opfergaben und Schlachtopfer darzubringen. Kaum noch etwas erinnerte an die edle Absicht, mit der Ibrahim und Ismail die Kaaba im Auftrag Allahs erbaut hatten. Dieser traurige Zustand fand seinen Höhepunkt, als die Obhut der Stadt an Mutad bin Amr von Stamme der Juhum überging. Seine Herrschaft erfüllte alles andere als den Zweck, die Kaaba in Ehren zu halten. Vielmehr wurde sie dermaßen vernachlässigt, dass einige Bewohner Mekkas es wagten, die Gaben, die dem Haus für die Armen dargebracht worden waren und im Innern aufbewahrt wurden, zu stehlen. Sie schreckten nicht einmal davor zurück, Krieg in Mekka, dem Ort des Friedens, zu führen. Die süße, reine Quelle Samsam war den Menschen längst gleichgültig geworden. Sie betrachteten sie als einen gewöhnlichen Brunnen. Zudem war ihr Wasser erschreckend knapp geworden. Dies alles weckte die Aufmerksamkeit einiger der Nachbarstämme Mekkas, die sich des Brunnens bemächtigen und seinen unachtsamen und nachlässigen Bewohner vertreiben wollten. So stürzten sich die Stämme von Shusa auf die Juhum und griffen sie an. Ein erbitterter Kampf forderte so manches Opfer. Bald zeigte sich, dass die gut gerüsteten Eindringlinge den überraschten Juhum weit überlegen waren. Als Mudad bin Amr sah, dass seine Herrschaft zu Ende ging und Mekka in die Hände der Shusa fallen würde, begriff er, dass es keinen anderen Ausweg gab, als Mekka zu verlassen. Wehmütig begrub er den heiligen Brunnen tiefer, versenkte die für die Kaaba gestifteten Geschenke in ihm
und schüttete die Stelle sorgfältig mit Sand zu, bis nichts mehr an den Brunnen erinnerte. Schweren Herzens verließ er die Stadt. Als er ging, hoffte er inbrünstig, eines Tages die Herrschaft über Mekka zurückgewinnen zu können. Mekka aber ging in die Hände der Djusa über.